Die Entwicklung in den letzten Wochen war sicherlich nicht so, dass Bernd Hollerbach vor Selbstvertrauen strotzen kann. Nichtsdestotrotz hat Bernd Hollerbach, glaube ich, alles gegeben. Für uns war in der Entscheidung wichtig, dass wir einen Impuls setzen, der nochmal Energie freimacht für die verbleibenden 8 Spiele. Und da sehen wir bessere Erfolgschancen in der jetzigen Kombination. Dann ist das Projekt Klassenerhalt und nicht Wiederaufstieg. Und dem verschreiben wir uns hier. Und deswegen setzen wir alle Energie nochmal in diese 8 Spiele. Er ist natürlich sehr enttäuscht darüber. Er hätte sich sicherlich was anderes gewünscht. Er hat aus großer Verbundenheit zum HSV agiert. Ich habe ihm den Dank des Clubs und auch meinen persönlichen Dank ausgesprochen. Wir haben jetzt entschieden, was für diese Saison wichtig ist, für die letzten 8 Spiele. Und da hat Christian Titz sich bereit erklärt, die Verantwortung zu übernehmen für diese 8 Spiele. Und was über diese 8 Spiele hinausgeht, haben wir heute nicht entschieden. Christian Titz wird der Mannschaft neue Impulse verleiten. Er wird sicherlich viele Dinge auf den Prüfstand stellen, aber auch die Spieler nochmal anders ansprechen können, neu ansprechen können, entsprechend motivieren können, sodass wir doch große Hoffnung haben, dass wir gegen Berlin einen deutlich verbesserten Auftritt hier hinlegen können. Mich beeindruckt seine absolute Leidenschaft für das Spiel. Er ist mit größtem Fleiß und Akribie in den Details unterwegs, in allen Bereichen, und er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, der seine Mannschaften, finde ich, hervorragend ausbildet, sowohl individuell die Spieler als auch mannschaftstaktisch. Mich beeindruckt er in allen Facetten eines Trainerkönnens. Ja, sonst hätten wir das nicht gemacht. Also wir haben große Idee, dass wir es schaffen können, am Samstag mit einer veränderten Einstellung des Einzelnen in der Mannschaft durch Christian Titz und das Team, was wir eben besprochen haben, mit den anderen Mitarbeitern, eine andere Leistung auf dem Platz zu sehen. Und ich glaube, es ist eine gute Konstellation, dass wir alles absolut in dieses Spiel reinhauen, weil wir danach eine Länderspielpause haben, wo wir Dinge in Ruhe weiterentwickeln können.